Ja, hallo meine Lieben, willkommen zu meiner Review zu Game and Wario. Jede Nintendo-Konsole hat ja im Moment so etwas Neues, etwas Einzigartiges, so ein neues Feature. Bei der Wii war es halt Wii Motion, dann kam Wii Motion Plus, aber auch davor hatte Nintendo immer tolle neue Ideen und jetzt haben wir halt die Wii U mit diesem Gamepad. Und auch wenn es immer gewisse Spiele gab, die erstmal genau zeigen wollten und mussten, was kann diese Konsole überhaupt. Damals war das Wii Sports oder Wii Play, könnt ihr euch erinnern, ihr habt den Leuten gezeigt, guck mal, das kann die Wii und da habt diese Spiele reingelegt. Und jetzt hatten wir halt zum Beispiel Nintendo Land, aber Nintendo Land war halt nur ganz nett. Aber meiner Meinung nach ist jetzt der perfekte Weg, um Leuten zu zeigen, was kann die Wii U, was ist mit diesem Gamepad wirklich alles möglich. Da ist meiner Meinung nach die perfekte Möglichkeit Game & Wario. Wii U Gamepad を遊び尽くせ! Game & Wario! In Game & Wario gibt's eine Story. So ein bisschen. War mir egal. Ich wollte die Minispiele spielen. Und Game & Wario hat mich in einer gewissen Hinsicht enttäuscht, aber auch überrascht. In Game & Wario spielst du halt ganz, ganz viele Minispiele. Und um es vorwegzunehmen, enttäuscht hat mich dieses Spiel, weil es weniger um den Multiplayer geht. Dafür hat es mich halt sehr überrascht, weil es verdammt geniale Singleplayer-Kampagnen wirklich hat. Du musst halt immer erstmal einige Minispiele bestehen, jedenfalls den einfachsten Grad, um halt das nächste Minispiel zu bekommen. Und es geht am Anfang gleich los mit recht spaßigen Minispielen. Und ich kann jetzt nicht hier alle euch irgendwie aufzeigen. Ich kann euch nur sagen, die Minispiele in Game & Wario, die machen so einen Spaß. Da gibt es Sachen wie, dass du das Gamepad halt von hinten nach vorne hältst und halt Pfeile verschießt oder Bowlingkugeln verschießt und du steuerst das halt auf dem Gamepad. Oder dass ihr zu zweit an einem Gamepad sitzt und da die Sachen steuert. Und mein Lieblingsminispiel ist ja das mit der Kamera, auf jeden Fall. Und die anderen Sachen haben auch recht Spaß gemacht. Und das mit dem Suchen, dass du halt auf dem Gamepad ja andere Sachen siehst als auf dem Fernseher. Das war ja schon bei Nintendo Land so mit diesem Yoshi-Fruchtspiel. Aber hier ist es halt super spaßig umgesetzt. Und das mit der Kamera ist halt so geil. Du hast halt dieses Gamepad und du musst halt mit dem Gamepad so in einer Art Kamera, du musst es als Kamera halten und suchst halt dann auf dem Fernseher halt diese Prominenten oder später auch Geister und andere Sachen und musst die knipsen in einer gewissen Pose. Du kannst ranzoomen und rauszoomen und ich habe immer nur eins gedacht. Macht sau viel Spaß, das Ding. Aber warum jetzt nicht ein Pokémon Snap 2? Ah. Das war so perfekt gezeigt, wie das mit diesem Kamerading funktioniert. Stellt euch mal vor, ihr fahrt mit diesem Kart rum und andauernd seht ihr Pokémon an der Seite und ihr müsst mit diesem Gamepad ranzoomen und rauszoomen und oh, es wäre ein Traum. Naja, ich schweife ab. Aber um es mal vorwegzunehmen, Multiplayer-mäßig ist Game & Wario jetzt nicht die neue Offenbarung, das was ich eigentlich gedacht hatte. Es gibt Multiplayer-Spiele, ja, aber online funktioniert das Ganze nicht so. Und auch im Multiplayer gibt es halt schon Spiele, aber es ist jetzt nicht so, dass man so wie Mario Party so einen ganzen Abend damit füllen könnte oder wie mit Mario Kart oder Smash Bros., die ja dann auch irgendwann noch kommen. Es ist zwar witzig, Montagmaler zu spielen oder dieses lustige Spiel, wo du halt die so mit einer Slingshot sozusagen die ganzen Blöcke auf eine Zielscheibe schießt, macht alles Spaß, aber ich hatte mir da mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Aber trotzdem liebe ich dieses Spiel total. Immer wenn mich Leute besuchen und ich will den Leuten zeigen, guck mal, das kann dieses Gamepad, dann packe ich Game & Wario rein und die Leute haben so einen Spaß damit. Wisst ihr noch früher, als du die Wii Motion gezeigt hast und die Leute, so funktioniert das und die haben das Ganze völlig neu entdeckt. Das passiert jetzt mit Game & Wario. Die sind so fasziniert davon. Oder mit dem 3DS zeige ich denen dieses Face Raiders, wie sie halt das Ding wirklich drehen und in 3D das Ganze abschießen müssen. Und Game & Wario macht wirklich sau viel Spaß. Und es ist halt anders, Multiplayer-mäßig. Wenn dich halt Leute besuchen, dann spielt halt immer mal einer oder zwei am Gamepad und man reicht das Ding rum und man hat sau viel Spaß mit dem Ding. Und das wäre auch schon mein Fazit zu Game & Wario. Es ist
nicht die große neue Online-Multiplayer-Erfahrung, die man sich vielleicht erwartet hatte. Trotzdem macht dieses Spiel gerade mit mehreren Leuten erstaunlich viel Spaß. Nicht durch die Multiplayer-Titel, die das Spiel beinhaltet, sondern einfach durch die Art des Spiels, durch das lustige, verrückte, bekloppte, durch die ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, die das Gamepad irgendwie nutzt. Manchmal hältst du es so und du musst so halt irgendwie die Sprünge vollführen oder du musst, wie gesagt, so schießen oder ihr sitzt zu zweit an einem Gamepad. Und dadurch macht es halt auch mit mehreren Leuten richtig viel Spaß. Ich habe es mit mehreren Leuten schon gespielt und ich kann nur sagen, wir hatten sehr viel Spaß. Und da mein Fazit zu diesem Spiel eigentlich schon recht gut ausfällt und ich euch es in einer gewissen Weise empfehlen kann, es macht auch im Singleplayer sehr viel Spaß, aber auch mit mehreren Leuten macht es sehr viel Laune. Und mein Fazit fällt schon gut aus, aber ich wurde bestochen. Ich habe diesen Schnurrbart hier dazu bekommen und eine Wario-Figur. Und da ich sehr, sehr bestechlich bin, fällt mein Fazit noch viel besser aus und ich muss euch sagen, ihr müsst dieses Spiel auf jeden Fall kaufen. Na gut, wenn ihr das Spiel natürlich jetzt nach meiner Review kaufen wollt, dann würde es mich freuen, wenn ihr es auf Amazon kauft, über meinen Amazon-Link macht. Müsst ihr aber nicht, würde mich nur freuen. Ich hoffe, wie immer, dieses Video hat euch gefallen und ich konnte euch vielleicht ein kleines Spiel, wenn es auf eure Vorstellungen irgendwie trifft, empfehlen. Denkt immer dran, ich empfehle es nicht allen, dieses Spiel, aber Leute, die halt mit mehreren Leuten gerne etwas spielen wollen auf der Wii U und es mangelt den Leuten an Spielen, glaubt mir, Game & Wario macht sehr viel Spaß mit mehreren Leuten, auch wenn es nicht so viele Multiplayer-Titel gibt. Mal Montagsmaler macht natürlich auch mal irgendwie Bock. Also ein tolles Partyspiel, nichtsdestotrotz. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Tim sagt Tschüss. Oh, Alter, dieses doppelseitige Klebeband, das ich benutzt habe für den Schnurrbart, das stinkt so bestialisch, Alter. Oh.